Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms Reborn. Ah, letzte Folge lief jetzt nicht so ganz ideal. Wir sind ein bisschen die Leute weggestorben. Ich glaube, denen war zu kalt im Winter. Ja, die haben die Gasknappheit in Deutschland einfach miterlebt. Also, Witz beiseite. Ich habe letzte Folge mal ganz schnell nochmal zwei Kohleminen gebaut, weil... Upsi. Also so schnell, dass die Leute mir wegsterben. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich kaufe einfach jetzt nochmal Kohle. Was soll's? Oh nein, das wollte ich da nicht reinpacken. Das kann ich aber direkt wieder so ein Coffee Roaster. Oh, da könnte ich das auch mal reinpacken. Wow. Okay, wie viel Kanonen? Ich habe noch nicht genug Kanonen. I guess. Nochmal 8 Kanonen. Warum nicht? Upsala giftet mir $100, ey. Wolle. Ich glaube, ich brauche nochmal so einen Trading Port. Oder besser noch so eine Trading-Dings-Womans. Wie heißt die? Oh, ich fällt den Namen nicht ein. Services ist es wahrscheinlich, oder? Trading Company. Ja, das ist wahrscheinlich das Sinnvollere. Davon noch ein paar zu bauen. Damit meine ich wirklich noch ein paar. Und dann können wir automatisch einfach automatisch Sachen traden lassen. Das ist vielleicht auch einfacher, wie das von Hand zu machen. Wir haben 7 Kanonen. Das wird halt bei weitem nicht reichen. Oh, Boosted Trading. Ja. Okay, wir können halt schon wieder. Ich mache einfach jetzt Militär-Units und hoffe, dass die Dinger hier bald fertig werden. Warum genau downgraden die jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir kennen Cannabis mehr. Tier 1. Okay, wir haben kein Cannabis mehr. I guess. Ich überlege gerade. Ich würde sonst gerne die Dinger hier erst fertig haben. Tatsächlich. Da arbeitet gerade gar keiner dran. Ist ja toll. Bin ich ja beruhigt. Gold. Oh, haben wir noch immer noch 640. Und einfach nur über 1000. Stein 4500. Wo sind wir überhaupt noch Stein? Ich glaube, die habe ich alle stillgelegt, ne? Ich glaube, die habe ich alle stillgelegt. Oh, what? Ich habe die Kohlemine hier stillgelegt. Schatz, da Steinmine. Oh mein Gott, bin ich dumm. Bin ich dumm. Kein Wunder. Wollte die Steinmine stilllegen, hab ich Kohlemine. Ja, gut, ne? Okay, wir nehmen alles 3 mit hier. Richtig gut. Ganz gern hier irgendwie nochmal. Oh,
Das passt so knapp hier nicht hin. Irgendwo muss ich das noch hinkriegen, oder? Na gut, ich könnte das Lagerhaus hier abreißen, aber es lohnt sich hier. So semi hier drüben würde es sich lohnen. Es lohnt sich hier bei dem relativ wenig. Ganzen High-Level-Häuser hier drüben sind. Aber vielleicht kann ich drüben das nochmal machen. Ja, obwohl das sind die... Ah, nee, das lohnt sich auch nicht. Hier lohnt sich's vielleicht. Echt? Aber hier habe ich keinen Platz dafür. No. No way. Keine Chance. Also ich könnte ein Lagerhaus abreißen, aber... Dann dafür lohnt sich es, glaube ich, nicht. Aber good to have, I guess. Noch eine Trading Company. Alter, ich brauche hier einfach nur Trading Companies hin. Irgendwie arbeitet da leider keiner dran. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich weiß, was ich nochmal mache. Jetzt ist nochmal Cannabis hier. Hier oben habe ich ganz viel Cannabis. Könnten actually für direkt noch eins gehen. Pass auf. Wir haben genug Influence. Okay, pass auf. Ich mach das einfach. Hotel Magic Mushroom Farm. Ach nee. Eigentlich müsste ich den Charcoal Burner. Obwohl, nee, das lohnt sich. Ja, puh. Ich hätte ja, ich könnte ja tatsächlich mittlerweile eine neue Siedlung anfangen hier auf der Welt. Aber ich weiß nicht, ob es das bringt. Ich weiß nicht, ob die Taktik richtig ist, eine Siedlung zu haben und die einfach zu forsten. Oder ob ich jetzt noch eine zweite bauen sollte. Wir könnten theoretisch eine Kolonie machen. Portkolonie. Oder... Ob, also ich weiß nicht, was es bringt. Ob das dann geteilte Ressourcen sind. Aber dann wird es sich lohnen halt an so einem Kanner hier oben zum Beispiel... Einfach bei dem Cannabis anzusiedeln. Das ist hier irgendwo hier so. Und dann die Cannabis-Dinger hier einzunehmen. Weil es halt super imbar wäre, wenn wir eigene Felder hätten. Wir würden viel mehr produzieren, so meine ich das. Wie wenn ich das jetzt halt über... Like, guck mal, wie viel Tulpen wir haben. Ja? Wo ist denn die? Hier. Und wir haben das bisschen an Feldern. Ja? So, überleg mal, wir haben Cannabis. GG's. Okay, warte mal. Actually, wie sieht's aus, wenn wir den hier... Obwohl das nächste Cannabisfeld auch... Nee, das ist viel zu weit weg. Das würde sich vielleicht für Coffee lohnen. Aber... Ja, nee. Wahrscheinlich nicht wirklich. Vor allem, wir müssen... Wenn wir jemanden battlen wollen, wir brauchen so viel Zeug. So, ich mach hier das Buch rein. Okay, ich hoffe, unsere Bevölkerung stabilisiert sich jetzt ein bisschen. Okay, Wein, Kaffee ist echt gut. Schokolade. Ah, wir haben noch Schokolade. Sehr gut. Okay, jetzt machen wir mal Auto-Import hier rein. Nur direkt mal Kohle. 100, warum nicht? So. Okay, wir haben jetzt wieder 1700 Kohle. Ich weiß nicht,
Wir haben sehr viel Kakao. Und da mal 1000. Mit dem hier mache ich mal 2000. Dann mache ich da 200 einfach. Und sobald die hier drüben fertig sind, irgendwann mal, in 2 Jahrzehnten. Die, ganz ehrlich, die Kathedrale habt ihr schneller fertig gekriegt. Okay, ich guess, es ist ganz hier drüben draußen, deswegen braucht es ein bisschen länger, aber... Oh, really, nee. Really, really, really. Come on, guys. Ihr könnt es. Ich puste jetzt nochmal alle. Will es ja noch am Abholzen, ne? Ist ein bisschen enttäuschend. Um ehrlich zu sein. Hier 2 haben wir echt viele Klamotten, das ist schon sehr gut. Tier 1 halten wir uns mit Tulpen über Wasser. Okay, wir haben 15. Zehn Fregatten. 10. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh ja, ist schön, dass wir jetzt einen Zoo haben. Ich wollte gar keinen Zoo. Das ist grandios. Toll. Toll. Einfach toll. Ich wollte da nicht draufklicken. Nein. Okay, pass auf. Wir machen das. Jetzt ganz ehrlich, jetzt ist es sowieso zu spät. Jetzt committe ich dafür einfach. Soll ich da ein Zoo und da noch ein Museum und dann gucken wir mal, was wir für Upgrades haben. Oh, Flowerbeds. Oh, wir sollten vielleicht da. Melon Seeds. Okay, das ist aber... Das Zeug ist relativ schnell erforscht im Vergleich zu dem, was wir gerade erforschen. Okay, pass mal auf. Was ich jetzt mache... Oh, das ist so nervig. Muss man jetzt alle. Oh nein, man muss alle anklicken. Ich hab gedacht, die ignoriert die Mauer. Scheinbar nicht. Autosave. Okay, wir können gut und gerne das Battle verlieren. Das happens dann halt. Ich
habe halt gedacht, die wollen über die Wand fliegen und töten die Einheiten, aber machen sie nicht. Die Mauer ist das Problem. Als andere kriegen wir glaube ich tot. Okay. Okay, es kommt direkt noch eine Fregatte. Sehr gut. Ja, ich fighte da jetzt ein bisschen, ne? Also, mehr wird der Folge nicht mehr passieren. Obwohl. Ja, das war eigentlich ein guter Cliffhanger für nächste Folge, ne? Ah, Kann ich das tun? Ja, kann ich, oder? Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Wo wir dann sehen, obwohl ich weiß nicht, irgendwie läuft das noch nicht so ganz gut für uns, die Kanonen. Genau. Nächste Folge sehen wir auf jeden Fall, ob das hier gut geht oder nicht so. Bis zur nächsten Folge. Und viel Spaß Zukunft, Julian, damit. Ha. Der wird sich das nie merken können, dass ich hier angreife. Schön. Bis zur nächsten Folge. Ciao.